Du bist mit 4 Jahren von Bulgarien nach Deutschland gekommen. Du hast dann schon als kleiner Bub, wahrscheinlich aber schon inzwischen in Deutschland, hast du das Selbstporträt von Leonardo da Vinci gesehen und das gefunden, eigentlich sowas Geniales müsstest du auch machen. Und hast dann dieses Bild, was ja schon ziemlich genial ist, gemalt. Nicht schlecht, oder wie weit warst du? Dazu muss ich dir sagen, dass ich heute überhaupt, also ich kann überhaupt nicht malen, aber mit 8 oder 9 habe ich mich vor einem Spiegel gestellt und habe mich gemalt hier. Und da hast du schon geahnt, wie du mit, weiß nicht, wie alt du jetzt bist, 18 aussehen würdest? Natürlich nicht, aber mich hat Leonardo da Vinci inspiriert in dem Moment und ich wollte, dass es so ernst ist wie sein Bildnis. Aber du meinst schon dieses Selbstbildnis, wo er so 80 oder so ist, oder? Ja. Dieses ganz berühmte. Das ist eine alte Seele, ist wahrscheinlich lebt in mir. Ja. Nein, ich bin erstaunt, als ich es gesehen habe. Es war während der Produktionsphase unseres Debütalbums, ist das plötzlich so herausgeschwuppt aus einem Schrank. Und dann habe ich es Michi gezeigt und habe gesagt, guck dir das an. Und Michi hat gemeint, das ist Malki. Das ist der, Malki heißt kleiner den Junge auf Bulgarisch. Und das ist Malki, den haben wir gesucht. Aber du hast dann jedenfalls mit Musik ziemlich früh angefangen, schon mit 12, 13 oder so, weil irgendwie im Umfeld ein Bekannter der Familie, wie war das da genau? Genau, es gab einen Bekannten der Familie, der Kontakt hatte zu einem Tonstudio und ich habe meine ersten Erfahrungen als Sänger und auch als Schreiber in ein Tonstudio mit 12, 13 gesammelt. Und dann hast du dem die Songs geschrieben und der hat dann... Ja, damals haben sie mir eine Demokassette geschickt und dann waren so ein paar Chords und so ein Beat. Aha. Und dann habe ich darauf was geschrieben und habe das dann aufgenommen und dann auch noch, dann habe ich während dem Soundcheck dort auch noch irgend so einen Oldie-Song gesungen. Aha. Und dann haben sie gesagt, daraus wird jetzt ein Riesenhit, so Dana. Mit der Kinderstar. Ja. I had a girl, Dana was her name. So ungefähr. Das ist auch ein kleiner Junge für seine Babysitterin geschrieben hat, ne? Genau. Tatsächlich, Paul Anka, Paul Anka war verliebt in seine Babysitterin und hat Donna für sie geschrieben. Deswegen passt das sehr gut, das als kleiner Junge zu singen. Warst du auch verliebt in deine Babysitterin? Ja, es gab 2, 3. In alle war ich verliebt, ja. Ich war dann immer... Habe ich gemacht, ja, wirklich. Dann hast du aber, das war jetzt aber, du hast dann nochmal sehr viel ernsthafter, so deine erste Platte war dann 2008, das war dann schon der Versuch so richtig. Das war der missratene Versuch, ernst zu sein. Ernst zu sein? Ja, ich hatte auf deutscher Sprache schon mal ein Album draußen. Ah, wie hieß das? Sie ist draußen vor der Tür und ich blieb auch draußen vor der Tür. War der Name Programm. Genau. Und aber die Zeit vergeht und ich finde, sie ist gut vergangen seitdem. Ja, es gab dann wohl einen großen Schwenk, als du mit Michael schon, den wir gerade am Klavier gesehen haben, nach Leipzig gegangen bist. Da hat sich für dich sehr viel von der Art zu arbeiten auch geändert. Hatte ich richtig verstanden, oder? Dass ihr dann auf einmal sehr viel mehr Zeit hattet. Eklatant. Und wir haben voneinander gelernt und uns gestützt in dieser Zeit. Und die Stütze war eben dieses Projekt Malki. Ein Wunsch, einfach etwas zu machen, worauf wir irgendwann vielleicht stolz sind. Ja. Während das vorher noch mehr auf den direkten kommerziellen Erfolg gezielt war? Ja, davor wollten wir Hits schreiben für andere Leute. Ah, ja. Und uns so zurücklehnen und halt die Hits im Radio hören und euer hören, wie es Gatsching macht, ja. Und ist nicht ganz gelungen, aber... Dann habe ich gesagt, wenn es eh nicht gelingt, dann könnt ihr genauso gut was machen, was gut ist. Genau. Sehr gut.